Moin, ich bin Felix und ich nehme heute am Community Trail von Peters Kanal Ich am Weg teil. Ziel des Ganzen ist es, dass die kleine YouTube-Gemeinde rund ums Thema Wandern zusammen, wenn auch getrennt, wandern geht, in der Hoffnung, dass am Ende ganz viele Kilometer zusammenkommen. Alle anderen haben schon um 6 angefangen. Ich bin jetzt heute später dran, jetzt haben wir es 12:30. Deshalb muss ich mich ranhalten, damit ich nicht komplett den Anschluss verliere, auch wenn es kein Wettbewerb ist. Ich freue mich dabei zu sein und viel Spaß. Attacke, los geht's. Mal kurz zum Community Trail selber. Ich glaube, wir sind etwa 30 Personen, die daran teilnehmen. Ich bin der Meinung, 30 irgendwo mal aufgeschnappt zu haben. Sind da alle in einer WhatsApp-Gruppe drin, motivieren uns dann ein bisschen gegenseitig. Macht auf jeden Fall Spaß, weil es ist eine coole Sache. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, ich verlinke unten den Kanal von Peter. Könnt ihr mal am Ball bleiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht der letzte Trail dieser Art ist. Und ja. Macht Spaß, ich kann es empfehlen. Bin müde. 3:30, hab meine ersten 12 Kilometer gemacht, komme nicht so wirklich aus dem Knick heute, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie zu viel Bock aufs Film und ja, da kommt das Laufen halt ein bisschen zu kurz. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, vielleicht bin ich deshalb auch so müde. Egal, ich laufe hier um einen See herum und habe mein Zelt da hinten auf dem Campingplatz aufgeschlagen. Da müsste ich bald wieder ankommen. Und ich glaube, ich mache da mal kurz einen Zwischenstopp und genehmige mir einen Kaffee. Aber erstmal irgendeinen Riegel essen, einen Schluck Wasser trinken und dann geht's gleich weiter. Thank you.
Na denn, zum Wohl und wir stoßen auf unsere schöne Wander-Community an. Ist mir gerade eben übrigens echt nicht leicht gefallen, weiterzugehen. Ich habe einen neuen Schlafsack, der ist so schön warm und gemütlich und kuschelig und hat mich jetzt echt fast dazu verführt, einfach im Zelt liegen zu bleiben. Aber nein, ein paar Kilometer mache ich noch. Ich habe jetzt die 15 Kilometer geknackt. Denk mal, die 20 mache ich noch voll und dann war es das für heute. Morgen geht's weiter. Mal gucken, wie viel ich da mache. Ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, wo ich jetzt hingehen könnte. Entscheide ich morgen, vielleicht fahre ich auch nochmal woanders hin. Schauen wir mal. Aber erstmal noch eine Stunde laufen etwa. Und dann kann ich zurück zum Zelt. Freue mich drauf. Na, guten Morgen. Ich muss sagen, war eine gute Nacht. Gefroren habe ich im Schlafsack tatsächlich nicht. Aber jetzt, wo ich raus bin aus dem Schlafsack, ist mir tatsächlich ganz schön kalt. Machen wir jetzt erstmal einen Kaffee zum Klarkommen und dann schauen wir weiter. So, weiter geht's. Ich hatte eine schöne Nacht auf dem Campingplatz, war draußen arschkalt, im Zelt, vor allem im Schlafsack war es muckelig warm. Hab dann meine Sachen gepackt, hab mir noch einen Kaffee gekocht und bin dann eine halbe Stunde Richtung Heimat gefahren. Hab mir dann aber gedacht, Mensch, kannst du mir nochmal den Maxsee einen Besuch abstatten? Das ist jetzt der Plan, da laufe ich jetzt hin, dann drehe ich da eine Runde rum. Ich war schon mal am Maxi, hat mir ausgesprochen gut gefallen, haben wir auch auf so einer kleinen Insel gepennt. Video ist da oder ich glaube da. Genau. Und dann gucke ich mal, wie weit ich noch will. Ob ich noch will. Ansonsten setze ich mich ins Auto, fahre nach Hause. Schauen wir mal. Aber erstmal ankommen.
So, ich glaube, das war's von mir. Ich habe meine Maxi-Runde eben beendet und habe jetzt meine 40 Kilometer voll. Nicht mehr weit, dann bin ich am Auto. Und ja, hat wirklich Spaß gemacht, war ein Spitzenwochenende. Und Peter, vielen Dank fürs Organisieren. Wirklich eine coole Aktion, hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, der Link zu Peters Profil, zu Ich am Weg, ist unten verlinkt. Und der nächste Community Trail kommt bestimmt. Und ja, also ich kann es empfehlen, hat echt Bock gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Na denn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein bisschen anders als sonst vielleicht. Ich hatte sehr viel Spaß. Und wenn ihr mehr von mir rund ums Thema Wandern sehen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, wa? Ciao.